Ah, das kann noch hier liegen bleiben. Und die Feuerbombe. So. Du geh mal dahin. Schlüssel. Der kann mal da rein. Tränke behalten wir mal. Die Fackel behalten wir auch für alle Fälle, falls wir mal doch eine brauchen. So. Alle gut ausgerüstet. Jetzt gucken wir mal kurz, ob hier die Tür vielleicht aufgegangen ist. Nope. Wo ist der Killbridge Bock? Shipwreck Beach. Ja. So, müssen wir kurz noch mal auf die andere Seite. Hierher. Mal kurz gucken. Hier haben wir gegen die ganzen Viecher gekämpft. Also hier könnte irgendwo aus Versehen der Bolzen gelandet sein. Oder da hinten, wo wir in die Ecke gedrängt wurden, könnte auch noch ein Bolzen rumliegen. Wenn nicht, dann haben wir einfach einen verloren oder hatten einfach keinen. Mehr. Nee. Okay, dann müssen wir mit 11 Bolzen auskommen. Höchstens der ist irgendwo im Wasser gelandet. Was ich aber bezweifle. Also, dass er aus Versehen hier runter geplumpst ist. Nö. Na gut. Gehen wir den Hub. So. Und lassen den Killbridge-Bock hinter uns. Wo ist meine... Genau, diese Schriftrolle, die tue ich mal raus hier. Scheinbar haben wir dann doch nicht den Schlüssel im Bock gefunden für die Pyramide. Aber egal, das kommt dann später. In die Cemetery. Und hoffentlich sind hier jetzt nicht die Untoten auch schon wieder respawned. Ich finde zwar toll, dass Zeug respawnt. Naja, es ist teilweise auch recht nervig. Okay, da war kein Untoter. Habe ich mich gerade verguckt. So. Genau, hier müssen wir lang. Und hier runter. Jetzt versuchen wir nochmal das Brückenrätsel. Genau das da nämlich. Aber vorher. Hm? Nein. Vorher speichern wir hier. LP083. So. Unten und unten. Also unten durch. Dann drüber. And all over again. Oh, heißt das... Warte mal. Ah, ich bin so doof. All over again heißt nicht nochmal drüber, sondern das Ganze wiederholen, oder? Ach, manchmal ist mein Englisch auch ein bisschen eingerostet. Ich hoffe, ich habe recht. And all over again, all over again. Das müsst ihr noch einmal alles wiederholen heißt. Das heißt, drunter, drunter, drüber, drunter, drunter. Ich hoffe mal, das klappt jetzt wirklich, sonst kriege ich einen Vogel. Das klappt nicht. Oh. Okay. Whatever. Ein Schädelschlüsselloch. Hallo, komischer Betrachter.
Hoffentlich seid ihr nicht zu zweit. Wow. Ihr seid nämlich von der garstigen Variante. Aua. Und ihr lest irgendwie meine Gedanken. So. Ich höre auf jeden Fall noch einen Flattern. Oh. Zwei Flattern. Wow. Genau, komm ruhig her. Ah, stimmt ja, ich treffe die ja da ja nicht. Und wir haben einen Paralysierten. Kandidaten. Die halten ziemlich viel Eis aus, glaube ich. Deswegen switche ich mal um auf die Knarre. Und hier war definitiv noch einer. Wow. Genau. Wow. Miss. Miss ist nicht so toll. Wie viel? Jetzt hast du 60 Protection. Damit bist du auf jeden Fall etwas besser als vorher, oder? So, du musst jetzt nachladen. So, du bist tot. Gott sei Dank. Da unten scheint es weiter zu gehen. Da will ich aber noch nicht lang gucken. Da unten ist auf jeden Fall eine Brücke zu etwas. Wow. Und jetzt ist Talisa paralysiert. Okay. Wow. Du tust auf jeden Fall scharf schießen auf deinen Kollegen. Wow. Ja, kommt her. Wow. Doch nicht so. Gut. Einer ist weg. Jetzt wird nur noch der zweite. So, jetzt gehen wir mal hier drüben hoch. Wow. Das war vorbei. So. Das war gerade gut. Wow, das nicht so. Das aber. So. Meine Bolzen. Hallo, wo sind meine Bolzen? Ach da. Gut. Da brauchen wir den Schädelschlüssel für. Da geht es irgendwo runter. Machen wir mal neues Licht, sicherheitshalber. Hier ist ein Text. Kammer von Xarand Wormbound. Unsterblicher Champion of Nex. Ja, hallo. Nein, 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 nein. Den Lichtkönig lasse ich nicht frei. Noch nicht. Also bleibt mir nicht gerade viele Möglichkeiten, außer darunter zu hüpfen. Was steht hier? Mit Icicles vom Beneath Strike at T. Huntsman Cloak? Das ist ein guter Evasion Cloak, soweit ich weiß. Axt? Jetzt bin ich überfragt. Was sind Icicles vom Beneath? Und was soll das sein? Nein. Okay, wer hat den Huntsman Cloak verdient? Oder meistens sie, oder? Ja, 5 weniger, dafür mehr ausweichen. 2 Vitality mehr. 2 weniger ausweichen. Ja, machen wir es so. Und ihr seid schon gut gerüstet, oder? Ja, du hast den Cloak, Energy Regeneration.
Ich weiß nicht, was man da drauflegen muss. With recycles from beneath. Schuriken? Vielleicht eine Pflanze? Nein. Die nicht. Die auch nicht. Auch nicht. Revolver auch nicht. Munition auch nicht. Auch nicht. Hm. Muss irgendwie eine Waffe sein, oder? Pickaxe vielleicht? Naja, das müssen wir dann wohl herausfinden. So, jetzt gehen wir erst einmal in die eine Kammer gucken. Also da, wo wir öffnen können. Großer Heiltrank, das ist schon mal nicht so... Ja, genau, macht mir doch noch mehr Angst. Macht mich doch nur noch nervöser. Ich habe mir ja eigentlich schon gedacht, dass hier noch Boss auf uns lauert. Hm, vielleicht eine Essenz. Da drüben scheint es auf jeden Fall noch weiter zu gehen. Ja, da kommen wir so rum hin, gell? Wahrscheinlich, ja. Denke ich, hoffe ich mal. Gut, jetzt aber erst einmal einen an dich abgeben. Kurz nochmal speichern gehen. Ach, nehmen wir einfach mal ein Schild mit. Nee. LP 084. Vielleicht finden wir ja bei dem bösen Bossfight etwas, um das eine Rätsel zu lösen. Aber sicherheitshalber schalte ich wieder auf Zauber um. Höchstens vielleicht sind Dolche gemeint. Nein, der nicht. Der auch nicht. Ah. Okay, Bossfight Time. Hallo Xara Formbound. Hallo Nekromantenfuzzi. Muss das sein mit deinen Hilfern? Ich habe ja nichts dagegen, gegen dich alleine zu kämpfen, aber nicht gegen drei Helfer. Vor allem, wenn die mich so schnell töten. Ja. Wow, wow, wow. Wow. Okay. Plan, erst ihn töten. Damit er nicht noch mehr beschwört. Okay, und er kann böse zaubern. Wow. Und verdammt hart zuschlagen. Ja. So, bloß raus hier. Die beiden ignorieren.